Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir reagieren heute auf ein ultra krasses Video hier von Clash Games. Und zwar heißt es einfach mal, Lukas Brawl Stars wurde entführt, Leute. Alter, da ist auf jeden Fall einiges abgegangen tatsächlich. Es war echt sehr, sehr krass. Dementsprechend würde ich sagen, wir müssen uns das unbedingt nochmal anschauen. Ich habe das Video extra auch noch nicht gesehen, dass wir es zusammen eben anschauen können. Bin mal gespannt, was da alles so passiert. Lasst gerne ein Like auf diesem Video da, Leute. Und abonniert den Kanal gerne mal kostenlos, falls ihr es nicht gemacht habt. Hier kommen richtig geile Gaming- und Reaction-Videos. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. So, Leute, let's go, will ich einfach mal sagen. Wir starten rein. Oha, warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Oha, es geht hier direkt los. Die Erdkugel erstmal hier zu sehen, ja. Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alter, wir haben es tatsächlich gerade 3.35 Uhr. Ich bin um 23 Uhr circa bei mir losgefahren in Bremen und brauche jetzt noch knapp eine Stunde, bis ich in Mannheim bei Lukas bin. Wir haben auch jetzt tatsächlich gerade den 15.01. Leute, Kevin ist so lost, der fährt um 23 Uhr los, kommt um 5 Uhr an, wenn wir einen 50-Stunden-Livestream um 8 Uhr morgens, um 9 Uhr morgens starten. Also so irgendwie 4 Stunden bevor dieser Stream startet, ist er erst so angekommen bei mir einfach. Ja, in 6 Stunden, circa eher 5,5 Stunden, beginnt tatsächlich schon der 50-Stunden-Stream. Und ich bin gerade an der Raststätte und habe mir ein Schokocroissant geholt. Oha. Und ich habe tatsächlich auch gerade eben schon getankt. Und da seht ihr jetzt hier mal kurz einmal den Einschnitt, denn mein Auto ist geisteskrank dreckig. Oh mein Gott, was ist jetzt? Was steht hier? Ey, ohne Witz, ne? Wir haben die ganze Zeit überlegt, woher das kommt irgendwie, dieser Dreck so. Der war einfach so random da, meinte er. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Komplett versifft, Alter. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist auf jeden Fall ultra krank nebelig. Ja. Wahrscheinlich deswegen, aber ich weiß es selber nicht so genau. Also so dreckig war mein Auto wirklich noch nie. Naja gut, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Das hier ist tatsächlich der 50-Stunden-Stream-Vlog. Und leider konnte ich keine Currywurst holen, aber egal, lasst trotzdem ein Abo da. Jetzt viel Spaß mit dem. Hä, wieso Currywurst? So, Leute. Ist Kevin öfters Currywurst oder was? Auf der Autobahn? Jetzt 4.42 Uhr. Ich bin jetzt bei Lukas angekommen. Ich habe ihn auch gerade eben. Das ist natürlich eigentlich am Schlafen gewesen. Junge. Ja, mal gucken, wie motiviert er gleich ab. Digga, ich war so müde, Mann. Ich bin so um 1.30 Uhr pennen gegangen und Kevin meinte so, ich soll auf 4.45 Uhr so einen Wecker stellen, Junge, ey. Abin. Hallo. Oh, Junge. Digga, man sieht einfach, wie sehr ich keinen Bock habe, Leute. Das ist Real Talk so. Willst du mal kurz erzählen, wie viel Uhr es ist? Junge, wie ich aussehe, Digga. 5 Uhr so. Ich bin da, Lukas. Was sagst du dazu? Ja, bist aber früh hergekommen. So, Junge, wie kaputt ich bin. Es ist jetzt 8 Uhr 45, glaube ich, knapp. Bist du motiviert? Ja. Let's go. Leute, es ist immer so, wenn wir morgens einen Stream starten. Wir sind komplett übermüdet, wirklich. Okay, Kevin. Bist du bereit, in den Stream zu starten? Ja. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir starten jetzt zusammen den Stream, den 50 Stunden Livestream. Oh mein Gott. Es ist zu spät. Und der Button, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Oha. Oh mein Gott, Alter. Eieiei. Oh je. Oha, Leute, wer ist der Erste? Oha. Der erste ist Dark by Max. Oha, der erste im 50-Stunden-Livestream. Ultra, ultra krass, Leute. Ich habe noch nie so einen Center-Shock gegessen, Freunde. Junge. Und ich habe jetzt das Push-Battle verloren. Jetzt muss da musste sich Kevin dann 3 Stück davon gönnen. Auf jeden Fall wild. Sich 3 Center-Shocks auf einmal in den Mund tun. Cola. Und Lukas hat gesagt, die sind mega lost. Ich fand sie sehr sauer. Hä, BTF, was ist das? Hä, es riecht wie so Abfluss. Abfluss. Abfluss, Junge. Wahrscheinlich. 3, 2, 1. Wow, ich hab den. Ey, ich bin übel, aua. Junge.
So, Lukas, was ist gerade passiert? Warum ist Ali auf einmal da? Digga, das ist auch so random. Also, ich weiß auch nicht, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Also ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wir waren hier so am Stream und Lukas sagt so, yo, da ist so ein Paket vor der Tür. Ja, das war so gruselig. Ich dachte so, irgendein Stalker hat so meine Adresse herausgefunden, hat da so ein Paket hingelegt. Und wenn man das öffnet, Digga, keine Ahnung, dann springt einem so eine Ratte entgegen oder da ist so Elefantenkacke drin. Ich wusste es ja selbst nicht, Mann. Dann ist so dieses Paket hier gekommen und dann sagte so, yo, sollen wir das jetzt so aufmachen oder nicht? Weil wir halt dachten, dass da so Kacke drin wäre, so, aber im Endeffekt, was war da drin? Deine Kamera da, ne? Und dann war so auf einmal... Einfach die Kamera von Ali, die gelaufen ist, weil er wollte so, dass wir so gefilmt werden, aber... Digga, ich hab das Paket einfach erstmal vor der Tür stehen lassen, so. Ich dachte so, nee, das hole ich jetzt nicht. Vor der Tür, der Freund von Ali, ey, das ist ja... Es ist ja unglaublich schon wieder. Und dann, das Ding ist, auch er hat dann so geklingelt, stand so instant direkt vor meiner Tür. Ich dachte so, Digga, wer ist das? Ich hab ihn ja so vorher noch nicht gesehen. Und keine Ahnung, dann habe ich so einfach auch nicht aufgemacht. Ich hab dann so Kevin geholt, so, weil, keine Ahnung, vielleicht, wenn der dieser Stalker so gewesen wäre, der mich so boxen will, was weiß ich, Alter. Ali im Schnitt. Mach dir weiter. Ja, aber grüß dich raus auf jeden Fall. Aber ich mach so diesen, ich besuche Lukas Vlog und Lukas macht einen Vlog hinter dem Ich mach einen Prank. Und Ali macht einen Prank, ey, das ist hier schon wieder unglaublich voll. Junge Ali, Mann. So, Freunde, es ist jetzt inzwischen 17.03 Uhr. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen. Ja, Leute, was geht? Boah, ja, Brawler WM war sehr geil. Das war mein Highlight aus dem Stream. Ein Döner-Teller. Bro, Clash Games speak Turkish. Ich hab Boris Puchuchu gesagt. Was heißt das? Keine Ahnung. Pack Opening. Wow. Ja, wild. LOL. Jetzt Sonntag, der 16. Und es ist 7 Uhr. Und ich gehe jetzt duschen. So, Freunde, wir sind jetzt hier am, 16.01. um 10.10 Uhr. Inzwischen läuft der Stream schon auf meinem Kanal. Ihr könnt jetzt mal alle Hallo YouTube hier reinschreiben. Hallo, 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 hallo. So, Freunde, wir haben es jetzt 13 Uhr. Musaka auch ein Bild, Junge. Wir haben jetzt hier Musaka warm gemacht. Dazu gibt's natürlich. Ah, Leute, da habe ich, glaube ich, gepennt in der Zeit. Natürlich ganz standardmäßig wie jeden Tag, ja, Fritz Marte. Immer wenn ich zocke, ist legendär. Wenn ich auf dem Fluss bin, ist legendär. Alles, was ich tue, ist legendär. Immer wenn ich zocke, ist legendär. Geil, Digga. Ey, das ist nice. Ich soll einen Tornado entzünden. Ich mache es mit einem Gerolstein. Das ist ja nicht Gerolstein und nicht Alba. Ja, ups, gab es. Leute, das war ausverkauft. Entzünden Sie den Tornado. Können Sie sich den Tornado erstmal so ransetzen, oder? Ja, ja, natürlich, ja. Dreht sich komplett gar nicht. Ja, du musst es so unten schon drehen, nicht erst oben, lol. Oh mein Gott, lost. Junge, Digga. Hat sich das wenigstens ein bisschen gedreht? Nee, nee. Hä? So, Freunde, wir haben es jetzt 21.16 Uhr. Der Stream geht jetzt tatsächlich noch 13 Stunden und 43 Minuten. Mhm. Ja, ich denke mal, wir werden gleich noch was essen. Und da ist nochmal der Chat. Wir müssen nochmal Hallo YouTube schreiben. Ah, nice. Nice. Essen. Essen. Ja, Mann. Essen, essen. Um 22.25 Uhr. 12 Stunden noch übrig. Mhm. Es ist jetzt 3. Digga, ich war so müde, Mann. 19. Wie fühlt sich 3.19 Uhr an? Okay. Es ist genau 9 so, Digga. Uhr 2. Hallo für den Vlog. Und der Timer sagt eine Stunde. Dann kommt Fang. Hallo, Vlog. So, inzwischen ist der 50-Stunden-Livestream vorbei. Ja, also, Leute, ich war wirklich komplett Brain AFK. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Lieder gesungen im Stream, weil ich so Brain AFK war. Gegessen. Aber jetzt ist Lukas tatsächlich wieder am Stream. Und zwar pusht er jetzt gerade live den neuen Brawler Fang auf 1000 Pokale. Ja. Und ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen
ja, etwas Besonderes für diesen Vlog überlegt. Ich wäre ja nicht Clash Games, wenn ich noch etwas im Ass, ein Ass im Ärmel hätte. So fies, Digga, von Kevin. Sehe es jetzt hier gerade. Ich habe hier eine Tüte. Und die packe ich mal aus und dann seht ihr gleich, was da drin ist. So, Freunde, Tüte ist ausgepackt. Habt ihr vielleicht schon eine Idee, was das sein könnte? Junge, Alter. Oh mein. Ich sag's euch, Freunde, ne? Das Ding ist auch, ich war so müde, Digga. Natürlich. Digga, da peilt man gar nichts, ne? Wir haben immer ja noch nicht so richtig geschlafen gehabt. Und Digga, das ist schon eine sehr, sehr fiese Sache hier von Cam gewesen. Da muss ich mich eigentlich mal rächen dafür. Mein Gott, ich werde nämlich gleich, ich darf auch nicht so laut reden. Ich werde gleich so tun, als ob ich Lukas aus dem Livestream entführe. Ich denke mal, die meisten Zuschauer werden es checken. Aber ich denke mal, die einen oder anderen werden wahrscheinlich echt ein bisschen verwirrt sein. Vor allem, weil es live ist. Ja. Und dann werde ich Lukas nehmen und ihn aus seiner eigenen Wohnung rauswerfen. Abgesehen davon, dass ich jetzt den Mörder habe, ist das aber doch schon gefährlich. Junge, ich sage euch, Leute, hätte er nicht den Merch angehabt, ne, hätte ich das, wäre es nochmal so eine andere Sache gewesen vielleicht. Brauchst du aber nicht. Dann ist aber auch zurecht, weil, ja. Hä? Okay. Komm mit. Es wird Zeit. Ja! Oh mein Gott, Mann. Aus der Wohnung raus. Jetzt. Ja, also Leute, na, man muss natürlich sagen, natürlich habe ich so schon instant gepeilt, ne? Vor allem wegen dem Merch-Hoodie. Dann, Digga, natürlich hat er auch eine Kamera in der Hand gehabt. Ne? Das ist natürlich auch nochmal die andere Sache. Also ich habe am Anfang habe ich mich wirklich aber erschrocken, so im ersten Moment natürlich. Weil ich war ja so im Game drin, Digga, ne? Und dann sehe ich so auf einmal so einen Typ mit Sturmmaske, ne? Also da habe ich mich schon erstmal erschrocken. Aber natürlich trotzdem, Leute, ja, natürlich habe ich es dann relativ schnell gepeilt. Ich bin natürlich auch mitgelaufen, so. Kommt wieder ein Video, ich schmeiß Lukas aus seiner Wohnung. Ah, Leute, den Chat habe ich doch gar nicht gesehen, was hat er geschrieben? Internetausfall. Du kriegst jetzt Verbot aus deiner eigenen Wohnung. Ich übernehme jetzt alles. Ja, Digga, es ist so diese Adidas-Hose, Junge, diese dünnen Beine von Kevin, die hat der Lisa Uni, Junge. Wild. Ah, da bist du ja wieder. Was ein Zufall, ne? Wie Zufall? Was ist das hier? Ja, was ein Zufall, dass du Internetausfall jetzt hattest, ne? Hey, ich hatte wirklich Internetausfall. Was sind wir jetzt los, Alter? Guck, was macht Kevin denn da, Digga? Ich weiß nur, dass Lukas ein Bot ist. Hä? Wieso hat Kevin die Cam deaktiviert? Gar nichts. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Oh mein Gott. Hat dir der Vlog gefallen, Lukas? Nee, aber war eine witzige Idee. Okay, Freunde, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Schaut bei Lukas vorbei und schreibt in die Kommentare, ob ihr den Stream geguckt habt. Tschö. Ja, sehr geiles Video auf jeden Fall. War eine witzige Idee. Trotzdem sehr fies, ne? Einen übermüdeten Lukas zu pranken. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns. Und damit, ciao, ciao.